Der erste Sieg in der Karriere eines Formel-1-Fahrers ist natürlich immer etwas Besonderes und dieser wurde selbstverständlich ordentlich gefeiert. Meine Lektion habe ich jedoch nach dem Casino-Besuch, nach dem Japan-Grand Prix des letzten Jahres gelernt, weshalb ich es dieses Mal etwas entspannter anging. Sebastian Vettel, der neben mir auf dem Podium stand, war übrigens auch mit dabei. Am nächsten Morgen rief mich dann der Manager der Honda Motorsportabteilung Masashi Yamamoto an und riet mir dringend, beim Honda-Werk in der Nähe vorbeizuschauen. Dort angekommen erwartete uns ein nagelneuer, gerade erst fertiggestellter Prototyp eines neuen Honda. Dieser richtig geile Wagen gehört von nun an also mir. Jo Leute, was geht? Damit willkommen zu einer neuen Folge der F1 2020 My Team Karriere und wir sind zurück hier nach dem ersten Sieg im letzten Part. In Bahrain war das ganze Jahr, war ein richtig geiles Rennen. Das Safety Car wurde ja einfach ausgelöst durch Charles Leclercs Unfall auf der Geraden mal wieder wie im letzten Jahr auch noch. Also das wurde anscheinend noch nicht gepatcht, aber das hat uns eben letzten Endes die Chance erst ermöglicht, um den Sieg mitzufahren. Die ganzen anderen Leute eben auf 2-Stop gewesen, außer Perez, Stroll und ich und vielleicht noch der eine oder andere, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall bin ich dann eben vor Perez geblieben mit richtig geilen Fights. Die letzten paar Runden oder auch schon ein paar Runden davor gegen Perez schön gefightet. Hab mich zum Glück verteidigt bis zum Ende und dann eben den ersten Sieg meiner Karriere geholt. Und heute geht's weiter in Vietnam und es regnet einfach schon wieder im Rennen. Das ist doch so lächerlich, im letzten Jahr war das genau das gleiche. Und ihr wisst ja, wie das ausgegangen ist und zwar bin ich einfach ausgeschieden. Ich will auf der Strecke doch einfach mal schön im Trockenen ganz normal fahren. Ich werde auf jeden Fall die Schwierigkeit um 2-3 Punkte runterstellen, weil ihr wisst ja, wie schlecht ich da in der letzten Saison war. Deshalb erstmal auf 96 runterstellen und Sandford wird wahrscheinlich auch ein bisschen runtergestellt, aber sonst bleibt natürlich alles bei 99, außer halt bei den leichten Rennen natürlich nach oben. In der Fahrerwertung einfach jetzt Dritter mit 25 Punkten, richtig stark auf jeden Fall, einfach der erste Sieg für Honda, sehr sehr geile Sache. Eine GTA-Story kam wahrscheinlich eben auch, habe ich mir schon ein paar Sachen überlegt, die ich eben sagen werde. Und dazu, bei den GTA-Story-Sachen, die werden ja nicht so oft kommen, sondern ab und zu mal, damit es eben auch nicht quasi zur Gewohnheit wird, sondern etwas Besonderes bleibt. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr so viel anzusprechen. Entwicklung geht ja noch voran, und zwar hier 2 Updates werden, glaube ich, gemacht in der Aerodynamik. Ne, nur eins sogar nur noch. Da könnte man vielleicht mal weitermachen. Die kleinen Updates hier. Und das sind ja so gute große Updates, die hier jetzt kommen, demnächst. Ansonsten beim Chassis, da sind wir auch noch gut dabei, aktuell. Aber das ist halt lächerlich, schaut euch das mal an. Das große Update von den Bremsen ist nur minimal. Ein ganz kleines bisschen nur besser als das kleine Update. Und das hier ist echt so ein gutes, großes Update. Die Gewichtsreduktion. Ansonsten geht es hier sowieso noch nicht weiter. Wahrscheinlich ist hier ein ultimatives Update, vermute ich mal. Aber wie ich schon gesagt habe, uns gehen echt langsam die Updates aus. Wir können niemals an die Spitze irgendwie kommen beim Chassis. Das kleine Update könnte ich echt mal mitnehmen einfach. Wäre dann schon vor China fertig sogar. Dann wären wir sogar locker auf AlphaTauri-Niveau oder auf McLaren-Niveau. Und damit geht es erstmal weiter mit dem Qualifying-Training. Haben wir ja wieder ein paar Punkte geholt. Jetzt in Vietnam hier im Qualifying am Start. Gewählt habe ich das dritte Setup hier. Sollte eigentlich passen. Ungefähr ausgeglichen das Ganze. Ich bin echt gespannt, ob die vielleicht den KI-Schwierigkeitsgrad da einfacher gemacht haben. Weil vor allem bei neuen Strecken sind die Gegner schon relativ stark. Aber das war echt lächerlich. Jedes Jahr regnet es einfach. Da kann ich mich ja nie richtig an die Strecke gewöhnen. Wie es sich im Trockenen fährt, außer halt jetzt die paar Runden in Q1. Ich komme wahrscheinlich sowieso nicht weiter in Q2 mal wieder. Die erste Runde zu Ende. Ich bin immerhin vor Mick Schumacher auf Platz 7. Also nicht ganz letzter. Bin gerade über eine Sekunde hinter meinen Teamkollegen einfach. Der fährt irgendwie ganz weit vorne auf Platz 9 oder 10 mal wieder rum. Richtig stark, also der macht sich schon ganz gut mittlerweile. Leider keine Punkte geholt in Bahrain, weil er ja dummerweise auch die 2-Stop-Strategie wie so viele andere Fahrer genommen hat. Ansonsten hätte er safe Punkte holen können, so Platz 6, Platz 7 wäre mindestens mal drin gewesen. Alter, gerade bei der Haarnadelkurve fast 4 Zehntel. Einfach mal rausgeholt. Jetzt noch der letzte Sektor. Der ist auch ein bisschen tricky. Ähnelt ja wie gesagt Mexiko. Bloß das Problem ist halt, dass da direkt die Mauern sind. Bei Mexiko war das ja nicht der Fall.
Und hier kann man halt sich keinen Fehler erlauben und nicht ein bisschen rausfahren. Okay, das war es gerade komplett. Den ganzen Vorsprung fast wieder weggeworfen. Immerhin noch knapp 4/10 rausgeholt, auf Platz 19 damit. Okay, De Vries ist doch nur 18. Komisch, der war irgendwie sehr weit vorne, jetzt nicht mehr. So, im Trockenen macht die Strecke ja halbwegs sogar Spaß. Aber im Regen, da habe ich echt wieder gar keinen Bock drauf. Hier schön auf der Geraden mit DRS wird es richtig Bock machen, die ganzen Leute zu überholen. Mit dem krassen Motor, den wir ja haben. Oh, ja gut. Okay, das war's jetzt mit dem Qualifying. Erstmal reingedreht in die Mauer. Naja, ich hätte mich sowieso kaum mehr verbessert. Hier nochmal die Szene bei der Haarnadel. Neben der Strecke auf den Curb drehe ich in die Wand und berühre die andere auch noch. Und das war's dann leider mit dem Qualifying. Am Ende von Q1 bin ich auf Platz 19 geblieben. Nur noch 3/10 hinter der Vries. Der Schwierigkeitsgrad sollte dann eigentlich damit passen. Sprechen wir darüber. Woran glauben Sie, lag es, dass Sie heute nicht so schnell waren wie Ihr Teamkollege? Welchen Einfluss wird es auf Ihre Strategie haben, dass Sie das Q3 heute verpasst haben? Vielen Dank für Ihre Zeit. Der Formel-1-Zirkus ist wieder einmal in Südostasien angekommen und bereit, ein neues Zeitalter einzuläuten. Das Rennen hier in Vietnam kann jeden Augenblick losgehen. Eine Runde auf dem Hanoi Street Circuit ist 5,5 Kilometer lang und verläuft durch die vietnamesische Hauptstadt. Die 23 Kurven und die nasse Strecke werden heute unseren Fahrern alles abverlangen, denn an einigen Stellen der Strecke ist es verdammt eng. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Valtteri Bottas steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Leclerc, Alexander Albon und Vettel, Ricciardo, Sainz, Ocon und Lando Norris, Perez, Kvyat, Lance Stroll und Gasly, Magnussen, Giovinazzi, George Russell und Nick de Vries, der Witzbold, Matsushita, Latifi und Mick Schumacher. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Jo, alles klar, leichter Regen, aber wir sollen mit Soft starten, mit Medium starten, alles klar. Das ist ja mega dumm, als ob es das ganze Rennen über leicht regnen soll und wir sollen ernsthaft mit Mediums fahren, dann nochmal auf Soft, zweimal. Hä? Wir können nicht mal auf Intermediate starten. Ja gut, dann starten wir halt mit Soft. Ich check's gerade überhaupt nicht. Angeblich ist man 31 Sekunden langsamer, wenn man ein Stop fährt auf Hard anstelle der 2-Stop-Strategie. Okay, ich habe absolut keine Ahnung. Naja, ich fahre einfach mal so, wie das Team das Ganze geplant hat. Mal schauen, was da jetzt passiert. Ja, viele starten auf Soft und ich ja einzig auf Mediums. Cool. Da bin ich mal gespannt. Ich rutsche mal ein bisschen am Start, Alter. Die ganzen drei Plätze verloren und da bremsen die ja mega früh. Oh, bisschen berührt. Ich glaube sogar minimaler Schaden jetzt. Verwarnung, Kollision mit Giovinazzi. Alter, ich rutsche komplett weg. Ja, wieder ganz hinten. Was ist das denn für ein Start? Zuerst zurückgefallen auf Platz 22, dann war ich wieder 17. oder so. Und jetzt doch wieder 22. Mega komisch. Immerhin Trockenreifen, das heißt DRS sollte eigentlich auch nachher zur Verfügung stehen. Oh, und der Vries fährt schon in die Box. Toll. Der hat anscheinend einen Frontflügelschaden mitgenommen. Da gab es ja am Anfang ein bisschen ein Gerangel. Aber echt komisches Wetter. Man kann die ganze Zeit angeblich jetzt auf Trockenreifen fahren. Oh Mann, Alter. Ich bin wieder mega langsam. Das wird wieder ein spaßiges Rennen, genauso wie im letzten Jahr. Oh, das ist doch echt lächerlich. Das sind ja genau diese Bedingungen, wo die Gegner mega overpowered sind. Und zwar, wenn es anfängt zu regnen, aber noch nicht nass genug, um eben Intermediates zu holen. Da ist die KI sowas von stark bei diesem Wetter. Und das ganze Rennen jetzt über das gleiche, oder was? Habe ich echt gar keinen Bock drauf. Ja, ganz toll. Ich bin eine Sekunde langsamer pro Runde als Russell zum Beispiel. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben auf den Mediums fahre. Auf Soft wäre man vielleicht ein bisschen schneller. Vor allem bei solchen Bedingungen helfen eigentlich weichere Reifen schon ein bisschen.
Das erste Mal, glaube ich, sogar Zeit gut gemacht im dritten Sektor. Jetzt gewöhne ich mich langsam, aber ich verliere insgesamt trotzdem Zeit, wegen dem ersten Sektor, glaube ich. Und der Fries ist gleich schon hinter mir. Der Stop ist ja in Runde 11 geplant. Ich fahre auf jeden Fall dann rein, mal schauen, wie die Pace so auf den Soft sein wird. Ansonsten passiert halt echt gar nichts bei dem Rennen. Mega langweilig. Oh, der Fries ist schon hinter mir. Ja, der kann einfach mal gerne hier vorbei. Ist sowieso viel schneller als ich. Alter, Carlos Sainz, der ist gerade an mir vorbeigezogen. Die ganzen Leute waren jetzt schon hinter mir in der Boxengasse. Wir sind ja mit Soft gestartet. Jetzt mal Duell gegen Matsushita. Ja, da bin ich doch ein bisschen schneller auf der Gerade als der Japaner. Immerhin bleibe ich vor dem Williams. Ich fahre ja sowieso auch gleich in die Boxengasse. Runde 11 ist ja geplant. Einige weitere Leute in der Box, wie mein Teamkollege nochmal. Und das genau jetzt diese Stelle mit der Boxenausfahrt, die hier die Strecke quasi kreuzt. Oh, Matsushita. Ja, was macht denn Matsushita, Alter? Ey, Mann. Ja, fahr doch auch mal weiter. Junge, was war das denn? Er fährt hier einfach so richtig dumm, wo gar kein Platz mehr ist, möchte er einfach vorbei. Klar, ich hätte den Platz lassen können, aber genauso gut hätte er auch bremsen können. Lächerlich, fährt hier einfach weiter, als wäre nichts. Dreht mich dann in die Wand rein, mein Frontflügel geht ganz kaputt. Und dann macht er einfach, nicht mal hier bremst er noch ab. Sowas von lächerlich. War halt ein bisschen auch meine Schuld, weil ich ihm halt keinen Platz gelassen habe eigentlich. Gefühlt kann man das Auto auch schon abstellen, weil Punkte sind sowieso niemals mehr möglich. Ja, und da fahre ich noch mehr Teile ab. Vom Frontflügel. Echt lächerlich. Wieder mal ein tolles Wochenende hier bei dem Rennen. Genauso wie in der ersten Saison. Absolut zum Vergessen. Da bin ich mal gespannt, wie es sich mit dem Soft jetzt fährt. Es sollten eigentlich viel besser jetzt sein. Oh, Bottas gerade ausgeschieden. Und mit dem Soft fährt sich echt sogar relativ gut. Viel, viel besser als mit dem Medium. Ist echt sehr viel mehr Grip, wie ich es gedacht habe. Dass die Softer schon um einige stärker sind bei den Bedingungen. Mein Auto kann ich eigentlich auch abstellen. Ich fahre aber jetzt noch so die eine oder andere Runde fertig, damit ich safe das Ziel mit den 50 Runden schaffe. Weiterfahren bringt ja sowieso nichts mehr, wenn ich keine Punkte mehr bekomme. Und sowieso dann nur Vorletzter werde, also 21. Dann lieber das Auto einfach abstellen und die Teile ein bisschen schonen. Wobei, Matsushita hole ich jetzt doch ein bisschen ein. Aber ja, okay, die eine Position mehr oder weniger macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Mal schauen, wo hier eine Zone ist. Ah, genau hier kann man das Auto abstellen. Und das war's dann mit dem Rennen. Das war's dann also. Was für ein fantastischer Grand Prix und was für eine tolle Leistung von den heutigen Siegern. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Also hier das Rennergebnis, Hamilton gewinnt vor den beiden Ferrari, Ricciardo Vierter, dann die beiden Red Bull und so weiter. Der Rest hier erkennbar, De Vries wurde noch 16. sogar, ich eben ausgeschieden, genauso wie Bottas. Mal wieder kein gutes Rennen hier in Vietnam, zweite Saison in Folge, hat es wieder komisch geregnet. Und dann der Unfall mit Matsushita und dann eben das Auto einfach abgestellt, weil es hat sowieso keinen Sinn mehr gemacht, da weiterzufahren. Die Zeit war aber echt sogar gut, die beste Runde.
Mit den Soft habe ich zwar ein bisschen abgekürzt, sagen wir mal eine Sekunde weniger, wären wir so auf Sergio Perez Niveau, also von der reinen Pace her. Aber nach dem Unfall mit Matsushita waren ja sowieso die Punkte schon nicht mehr möglich und dem langsamen Stint auf den Mediums am Anfang. Also von der reinen Pace her wäre es eigentlich möglich gewesen. Aber wie gesagt, durch andere Faktoren wie den Unfall wäre es sowieso nicht mehr machbar gewesen. Damit hier die Rangliste leider abgerutscht auf Rang 6 mittlerweile. Bei der Konstrukteurswertung immer noch 5. Sie haben heute ein paar Kratzer abbekommen. Was meinen Sie, wer die Schuld dafür trägt? Wie hat Ihr Team auf die schlechten Wetterbedingungen reagiert? Klasse. Damit wieder in der Teamzentrale. Wir können mal wieder ein paar Aktivitäten einteilen. Dann schaue ich mal. Oh, das klingt doch gut. Sponsorenwerbung, Fahrzeug, bekommen wir Geld und sehr viel Ruf sogar. Also wenn, dann könnte ich im Chassis vielleicht noch was machen. Zum Beispiel die Gewichtsreduktion. Das ist ja auch so ein besseres kleines Update. Das gibt's sogar auch. Erstmal da noch schön hier einteilen. Das Chassis-Ausrüstungs-Update. Strapazierfähigkeit-Update ist anscheinend fertig. Sehr schön vom Team. Das ist echt krass, was das für einen Unterschied macht. Wir haben ein einziges Update bei der Qualitätskontrolle jeweils gemacht und jetzt klappt irgendwie jedes Update. Das ist echt geil, wenn man sich das im Vergleich zu der letzten Saison anschaut. Da ist jedes Aero-Update erstmal einmal fehlgeschlagen. Jetzt hier Chassis auch ohne Probleme durchgegangen. Ansonsten, genau, jetzt mache ich eben das hier. Das sollte passen. Ein kleines Update wäre dann nach China fertig, vor den Niederlanden. Nochmal Gewichtsreduktion. Damit beim Chassis echt schon richtig gut dabei. Genau in der Mitte, glaube ich, jetzt sogar. Genau das sechstbeste Chassis haben wir hinter Racing Point vor Alpha. Und da kann man auf jeden Fall auch mal zum Beispiel das irgendwann mal machen. Gewichtsumverteilung und Aerodynamik sind wir auch noch gut dabei. Also es kommen einige Updates dazu. Hier bekommen wir nochmal ein paar Ressourcenpunkte. Jetzt haben wir 4 Millionen. Okay, Frontflügel ist fertig, sehr schön. Also 4 Millionen haben wir aktuell. Wir sind gerade beim 4. Rennen. Bis Österreich wären noch knapp 6 Rennen, glaube ich. Das ist ja das 9. oder 10. Heißt, Vettel könnten wir uns vielleicht doch sogar leisten. 10 Millionen bräuchten wir halt noch. Aber es geht doch ganz gut voran. Frontflügel ist auch ohne Probleme fertig. Damit sogar jetzt das 5. beste Auto auf einmal. Wie schnell geht das plötzlich? Damit haben wir jetzt wieder ein Aero-Update frei, aber ich glaube, die Punkte reichen nicht. Genau, für ein großes Update brauchen wir ein paar mehr Punkte. Das könnte ich dann demnächst mal machen, und zwar das hier. Aber krass, wie schnell es jetzt vorangeht plötzlich. Einfach mal hinter Renault nur noch. Ich schaue mal in den Verlauf rein. Genau, wir haben Alpha überholt, Alpha Tauri und Racing Point und McLaren. Einfach mal innerhalb kurzer Zeit 2-3 Teams einfach so überholt. Richtig stark. Damit jetzt schön im Mittelfeld angesiedelt. Damit würde ich sagen, war es das auch mit der heutigen Folge. Lasst gerne wie immer ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr neu seid und keine weiteren Videos hier verpassen wollt von der MyTeam-Karriere. Okay, De Vries ist irgendwie doch ein bisschen gesunken wieder vom Rating, komischerweise. Der hatte ja eine 79, jetzt nur noch eine 77. Naja, also Leute, das war's dann. Haut rein, bis zur nächsten Folge, dann beim großen Preis von China. Habt noch einen schönen Tag und ciao.